Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, heute einzuschalten. Wir sitzen hier im Wirtshaus und wenn ich zu laut spreche, werden wir beobachtet. Das heißt, ich muss das relativ unauffällig machen. Da guckt schon jemand. Auf jeden Fall im aktuellen Video heute geht es um Exzenterschleifer. In diesem Video schleife ich mit einem Exzenterschleifer eine Phase an auf einem Holzbrett. Warum nehme ich den Exzenterschleifer? Weil ich damit mehr Gefühl habe und das besser machen kann. Mit der Bahnschleifmaschine könnte ich es machen, wenn es was ganz was Rustikales wird, dann kann ich einfach schnell drüber gehen und habe viel Abtrag, also viel Abnahme. Und mit dem Exzenterschleifer mache ich es feiner und weniger Abnahme und kann damit besser dosieren, damit die Kante und die Phase gleichmäßig abgenommen wird. Auf jeden Fall, die Bandschleifmaschine nehme ich hauptsächlich, wenn ich große Flächen schleife, wenn ich Kanten schleifen will. Denn wenn ich mit dem Exzenterschleifer eine Kante schleifen will, dann wird die so ausgenudelt, also nicht 100% perfekt. Das geht mit der Bandschleifmaschine viel besser. Mit der Bandschleifmaschine, wenn man schleift und man beobachtet das ganz genau, also je feiner das Papier, desto besser ist es. Aber wenn man, hallo, danke, aber wenn man jetzt quasi mit der Langbandschleifmaschine ein feines Papier hat und man schaut genau hin, sieht man die Rillen, also die Kratzer, das wird ja eigentlich gekratzt, das Holz. Und mit dem Exzenterschleifer sind das so komische Runde, also mir gefällt das überhaupt nicht. Also am besten ist es, wenn man es mit der Ziegellinge macht, aber ja, wer hat denn die Zeit dazu? Am besten wäre es dann eigentlich mit dem Exzenterschleifer schleifen und dann mit der Ziegellinge noch abziehen, das Ganze. Und wenn man wieder so extrem fein schleift, dass keine Kratzer nicht sind, also mit einem 400er Papier, dann ist das ja auch nicht normal. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, um was es im Video geht, dann schaut es euch an. Viel Spaß. Jetzt würde ich da bauen, beim letzten Stück los euch zuschauen, wie das schleife. Ich nur bis Flammen kommt. So, jetzt würde ich mit einem Schleifklotz, also mit einem Schleifbackel, die Phasenschleifer, wenn man die mit der Hand freihand tut oder mit dem Hupfer, dann wird das auf jeden Fall eine runde Geschichte. Dann kann ich gleich eine Rundung drauf treten. Braucht man da ein bisschen Gefühl dafür, dass man die Phase genauso erwischt, wie es ist mit dem Backel. Aber das Gefühl kriegt man dann, wenn man es die ersten Male schon mal ein paar Mal rund geschliffen hat. So, dann tue ich die Kanten brechen. Dann schleife ich über die Fläche ein paar Mal drüber, um die Schleifspuren vom Hupfer rauszubekommen.
Ja, der macht ja so Ring alleine. Wenn man ganz genau schaut, dann sieht man die auch und die würde ich nicht sehen. Und die Kanten da am Hirnholz und auf der Phase, die breche ich mit der Hand. Da hat man das beste Gefühl dafür, meiner Meinung. So, und dann gehe ich da einmal so einer drüber, dass da die Kanten auch gebrochen sind und da auch. Das ist so mein Schleifsystem immer. Und jetzt da mit 220er. Und dann wird das eh schon geölt alles. So, und das ist jetzt fertig. Und jetzt kann man, glaube ich, hören, das, wie scheiße das auch. Also es ist wirklich super. Eine perfekte Oberfläche. Vielleicht können wir das so ein bisschen einfangen da. Mal schauen. Gegen das Licht. So den regelrechten Glanz. Okay. So, der Schnitzel ist weg. Das Getränk fast. Ich sage danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, wir sehen uns wieder nächste Woche. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonnieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, abonniert auch. Gefällt mir drücken. Tschüss, Papa. Das kann man ja nicht machen. Hallo, hallo. So, Nadja, also. So, jetzt war das oberste, wo du geschrieben hast, da ist, ich kapiere das alles, aber du hebst ja nicht an. So, jetzt war ich so begeistert vom Auf- und Abzumachen mit den neuen Riegeln und dem Schloss, dass sich die Innenrichtung nicht mehr ausgeht. Jetzt war ich so begeistert mit dem Auf- und Zumachen und den Riegeln und so weiter, dass ich jetzt ganz, was wir. Jetzt war ich so begeistert von Auf- und Zumachen und den Riegeln und alles, dass ich leider von Innenleben zeitmäßig. Jetzt war ich so begeistert von diesen Auf- und Zumachen und von den ganzen Riegeln, dass sich das Innenleben jetzt nicht mehr ausgeht. Für das habe ich jetzt leider keine Zeit nicht mehr. Es wird also einen Teil 5 geben. Bis dahin sage ich danke. Und bleibt mir trotzdem gewogen. Ich weiß, 5 Teile für so einen Werkzeugkasten ist viel, aber es steckt auch viel Arbeit darin und in Wirklichkeit, er hätte 6 Teile verdient. Aber bleiben wir bei 5. Zum Ausklang wird es in diesem Video noch einen kleinen musikalischen Beitrag geben und am Schluss kommt noch was ganz Geheimes. Also quasi ein geheimer Schluss wird auch noch kommen. Diesen geheimen Schluss sollte sich aber keiner anschauen, denn er soll ja geheim bleiben. Also das Beste ist, ihr dreht jetzt ab und schaut euch diesen geheimen Schluss nicht an. Auch wenn ihr diesen geheimen Schluss jetzt anschaut, es wird den keiner verstehen. Er ist total kompliziert und geheim. Ich sage danke. Tschüss, Papa, bleibt mir gewogen, stellt euch nicht auf die Waage, drückt gefällt mir und Daumen rauf wäre auch nett. Daumen rauf wäre sogar extrem nett. So, das haben wir und jetzt, und noch was, Begriffe, Phase erklären. Okay, gewisse Begriffe im Video werden jetzt noch kurz erklärt. Wenn ich sage, eine Phase anhobeln oder anfräsen, dann meine ich, dass ich hier eine 45-Grad-Phase wegnehme. Also, dass ich hier das wegnehme,
dann, das ist deine Phase. Mit dem Schleifbackel kann ich nur einmal drüber gehen, dann ist die Phase ganz minimal und klein, aber mit dem Hobel oder mit der Fräse nehme ich dann mehr weg und ja. Eine Phase ist wichtig, wenn ich einen Boden wo einschieben will, durch die Phase rutscht es besser hinein oder auch optisch. Ich hätte hier auch eine Phase anfräsen können. Ich habe einen deutschen Stab angefräst. Ich glaube, man sagt deutscher Stab, wenn man eine Rundung und eine Kante fräst. Aufdoppeln. Hier beim unteren Riegel musste ich was aufdoppeln. Das heißt, wenn der Riegel hier alleine gewesen wäre, dadurch, dass das hier zurückspringt, hätte ich nicht schließen können mit dem Riegel. Und durch diese Aufdopplung springt der Riegel jetzt etwas nach vor und somit geht sich das aus. Also sowas ist eine Aufdopplung, das kann man überall machen. Hier habe ich auch eine Aufdopplung machen müssen, dass das Schloss quasi, dass dieses Schloss hier quasi schließen kann. Sonst wäre das locker und würde schlagen. So. Nie ganz aus der Nähe zeigen mit dem aufgedoppelten eventuell Foto, aber so, dass man die Inneneinrichtung vom Kasten nicht sieht. Ach so. Und vierter Punkt, eben die Verabschiedung. Okay, die Verabschiedung habe ich schon gemacht. Bei diesen Riegel soll man die. Okay, hier bei diesen Riegel und zu sowas sagt man Aufdopplung. Und die Verabschiedung, weiß ich nicht, ob ich es nochmal. Auf jeden Fall, ich sage danke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das Innenleben muss ich da was erklären. Jetzt hast du das Innenleben erklären auch aufgeschrieben, dass ich das erklären muss. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich mein Innenleben erklären, was Aufdopplung ist? Unter Riegel, Aufdopplung, aber so, dass man das Innen, das Innenleben, Verabschiedung, wie oben geschrieben. Okay, ich trage den Umschluss jetzt noch mit dem Schließblech und mit dem Socher. Vielleicht kannst du das beim nächsten Mal gleich brauchen. So, das Innenleben. Vielleicht brauchst du es beim nächsten Video, weiß ich nicht. Hier, das Innenleben habe ich so gewählt, dass ich hier meine Sehnen jetzt immer so seitlich hineingreifen und ein bisschen bewegen und dann geht es heraus. Auf jeden Fall ist das jetzt so. Ich hoffe, Ich hoffe, euch hat das Projekt Werkzeugkasten, so wie er früher in jeder Schreinerei vor jeder Hobelbank war, ich hoffe, dieses Projekt hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Vielleicht baut es der eine oder andere nach. Es ist wirklich, im Laufe dieses Projektes wird man handwerklich besser. Und immer so anfangen zu arbeiten, dass man diese Seiten, die man nicht sieht, an denen beginnt man. Und die Seiten, die man sieht, eher zum Schluss hin, denn dann ist man handwerklich schon etwas besser und es wird jede Verbindung schöner. Und man kann dann später mal schauen und sieht, so habe ich früher gearbeitet und so habe ich 10 Jahre später gearbeitet. Oder wenn man jetzt für diesen Schrank 10 Jahre braucht, für jede Verbindung 2,5 Jahre braucht quasi, ist man, wenn man jetzt anfängt, ist man 10 Jahre später fertig. Also es war wieder sehr viel daher, also von sehr weit hergeholt, dieses. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr beim nächsten Mal nicht wieder dabei sein wollt, dann verabschiede ich mich von euch für ewig. Vielleicht könnt ihr mich ja auf YouTube auch blockieren, dann bin ich weg. Wenn ihr mich nicht blockiert, dann abonniert. Passt, danke. Das ist der Schlusswort, jetzt ein Blödsinn. Okay, ich sage danke, abonnieren, nicht vergessen und wir sehen uns. Tschüss.